Yo guys, what up, the Blue Gangster hier. Und dieses Video dient zur Hauptfrage, ist das neue Demon Slayer Game turnierfähig oder nicht? Dafür müssen wir jetzt erstmal alle Mechaniken hier durchgehen. Und das machen wir jetzt so schnell, aber trotzdem so genau wie möglich. Also hier Standardbewegung. Und dann gehen wir erstmal die Face-Buttons durch. Viereck ist die normale Attack. Da drückt man einfach und da kommt so eine Auto-Combo raus. Da kann man am Ende noch gleichzeitig Richtung, also nach oben oder nach unten drücken. Und je nachdem kommt dann entweder etwas raus, wo der Gegner hoch oder runter gefetzt wird. Dazu später mehr. Dann gibt es den Special Button. Der verschwendet aber oben diese Anzeige. Ich nenne sie jetzt einfach Geheimanzeige, weil Storm Series und ja, aufgeladen wird sie von selbst. Dann gibt es den Jump Button. Da kann man eigentlich nur angreifen. Also eigentlich das, was man auf dem Boden bis jetzt auch kann, nur dass wenn man vorne und Attacke macht, dass der dann dieses Dive-Ding hier macht. Und dann haben wir noch den Dash-Button. Damit dasht man automatisch zum Gegner oder wenn man es mit einer Richtungstaste kombiniert, kann man auch ausweichen. So, das wären bis jetzt die Face-Buttons. Womit machen wir weiter? Da unten ist, seht ihr ja, Schub und Ultimativtechnik. Also machen wir mit den Buttons weiter. Zuerst gibt es hier die Verteidigung. Das ist ein Button und in der Verteidigung kann man Folgendes machen. Oder soll ich zuerst die Buttons gehen? Nein, wenn wir schon bei der Verteidigung sind, dann bleiben wir auch hier. Verteidigung. Da kann man nach vorne drücken, dann schiebt er einen so weg. Das sieht dann folgendermaßen aus. Wozu das dann genauer dient, zeige ich euch später. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Dann. Verteidigung, Verteidigung. Was wollte ich jetzt noch zeigen? In der Verteidigung hat dann jeder auch. Eine dritte Special, da muss man einfach Verteidigung halten und die ja, Special-Taste drücken für die Geheimanzeige. Mit dem leichten Angriff kriegt man einen Grab. Und man hat so ein Short, wenn man in der Verteidigung Dash drückt, hat man so ein Short Dash. Das ist dann aber eher für die Offensive. Das ist dann ungefähr sowas. Das ist auch zum Defense Breaken da. Und springen kann man. Und dann gibt's noch das hier. Das ist sozusagen eine Parry, ein Just Frame Block, wenn man es so nennen will. Da muss man nach vorne und den Block-Button gleichzeitig drücken. Das gleiche gilt auch für den normalen Angriff, kann man auch machen. Den kann man dann aufladen, wozu der dient, dann später. Dann hat man hier noch mit dem zweiten Button den Assist. Den gehen wir ganz schnell durch, weil der Assist kann mehr als nur das, aber insgesamt auch nicht wirklich viel, aber das reicht schon. Also hier die normale Attacke. Das kann man dann benutzen für Range Control, also wenn man weiter weg ist, aber den Gegner angreifen will oder während des Angriffs, also für Kombos, wenn der Gegner getroffen ist und wenn der Block dann für Erweiterung für Blockstrings, also dass die lückenlos bleiben. Hier zum Beispiel. So. Dann haben wir, da geht es auch schon zu dem, was ihr da unten sieht, der Schub. Das ist sozusagen das Awakening. Und das geht so lange, ja, bis die Leiste leer ist. Und da seid ihr schneller mit beziehungsweise allem
bewegen, angreifen, ihr nehmt mehr ab und ihr habt diese coole Animation am Ende von dem String. So. Ja, und dann machen wir auch gleich weiter mit dem True Awakening. Und zwar, wenn man... wo bist du denn? Immer auf Max ist es. Nein. Egal. Spezialanzeige. So, wenn man jetzt hier Geheimtechnik macht. Und... ja, Geheimtechnik. Also diese... ja. Bar benutzt und dann nochmal drückt, dann kriegt man statt dem normalen Awakening nochmal ein True Awakening. Und da ist der Unterschied. Ich muss gucken, dass ich das jetzt nicht aus Versehen mit angemacht habe. Also nochmal hier, um einen Vergleich zu geben. So, und jetzt True Awakening. Dafür verschwendet man noch eine Bar, aber dafür... ist man nicht nur stärker und schneller, sondern man verschwendet auch diese Geheimanzeige da nicht mehr. Ich nenne sie Chakra-Anzeige, weil Naruto Ultimate Ninja Storm. So. Ist einfacher für mich. So, und dann gibt es natürlich noch die Ulti. Und ja, da seht ihr schon Stufe 3. Und je nachdem, wie viel Bars, so Meter ihr verschwendet habt für die Ulti, je nachdem nimmt die auch... verschieden ab. Die hier, also Level 3 nimmt 60% ab, dann 40%, dann 20% war das, glaube ich. Und dann gibt es halt noch das Scaling, das es dann insgesamt hier schwächer macht, wenn ihr sie nicht direkt trifft, also Raw. So, damit hätten wir eigentlich... Alter, jetzt habe ich den Assist gar nicht besprochen, sondern habe einfach weitergemacht. Also, für den Assist nochmal, wie gesagt, ihr könnt den reinrufen und dann einfach zack, für Kombos und so weiter und so fort. Und dann hat er noch, was war's? Ja, für Angriff und für Defensive, zum Beispiel, wenn der Gegner mich angreift. Hier, kann er mich retten. Das ist Nummer 2, das kostet aber 2 Assist-Bars. Und Nummer 3, wenn man den Assist-Button hält, dann wechselt man zu dem Charakter. Also das sind diese 3 Möglichkeiten mit dem Assist, die finde ich sehr gut. So, habe ich sonst noch irgendwas Leichtes vergessen? Ja, Sprung, das Angriff, der Angriff. Die Buttons. Ne, das müsste eigentlich schon gewesen sein. Das Komische bei mir ist, ich kann die Pfeiltasten nicht benutzen, sondern nur den Analogstick. Da hätten sie für die Pfeiltasten auch was machen können, aber dann wäre das, glaube ich, zu stark eine Kopie von Naruto Ultimate Ninja Storm. Wobei ich sagen muss, ja, dazu später. Auf jeden Fall, wo habe ich gesagt, machen wir weiter. Ja, und zwar müssen wir dann jetzt mit den Kombos anfangen. Machen wir jetzt mal mit den Kombos weiter. Also, das hier ist eine ganz normale Kombo. Und dann seht ihr 6 Hit und ihr seht diesen Kreis. Der ist orange. Das ist das Zeitfenster, wie lange ihr sozusagen die Möglichkeit habt, euren Kombo weiterzuführen. Nach diesem, sobald es abgelaufen ist, fliegt der Gegner einfach weg und das war's. Wie ihr euren Combo extendet, ist im Prinzip egal, aber ihr habt nur so lange Zeit, solange es dieses Zeitfenster gibt. Und davon gibt es 3 verschiedene Varianten. Orange ist die Mitte, dann zeige ich euch mal das Schlechteste. Das ist dieses, das man aufladen kann für den Defense Breaker. Das seht ihr rot und das geht sehr schnell vorbei. Und das Beste, die beste Combo-Möglichkeit ist, wenn man diesen Just Frame Block hier, und jetzt hat man so diesen türkisen Kreis. Lol, der hat, was hat der gemacht? Wahrscheinlich habe ich Scheiße gebaut. So. Diese 3 Unterschiede gibt's. Ja. Und wie das
Soll ich das Problem jetzt schon einsprechen? Nein, das mache ich später. Auf jeden Fall, von Our Defense habt ihr jetzt gesehen, es gibt diese normale Defense, dann in der Defense habt ihr den Grab, die Special, diesen Short Dash, ihr könnt springen. Das ist bis jetzt nur gut gewesen für Diving Attacks und um Angriffen auszuweichen wie Ultis oder so, wenn es unbedingt nötig ist. Und dann halt noch diese Perfect, ich nenne sie einfach Just Frame Parry. Ja, und das sind eigentlich schon alle Mechaniken. Jetzt geht es halt nur darum, sie richtig einzusetzen. Ja, jetzt geht es einfach nur darum, sie richtig einzusetzen. Das Problem ist, gegen einen Computer könnte ich euch das jetzt nicht wirklich zeigen. Aber weil wir vorher noch beim Thema Kombos waren, natürlich kann man auch sowas hier machen. Wie, keine Ahnung, sowas hier. Sowas hier. Also man kann schon wirklich so gut wie alles miteinander kombinieren. Ich hätte jetzt noch den Assist damit reinrufen können. Und ja, und so weiter und so fort. Und es geht halt immer darum. Jetzt macht es nämlich Sinn von wegen Kombos und Blocken. Und zwar schnelle Autoerholung deaktivieren. Weil im Normalfall, wenn man blockt, in Abwehrhaltung, dann hat man so dieses blaue Schutzschild. Und jetzt achtet mal genau drauf, seht ihr. So. Das ist dann ein Guard Break. Also man hat so lange Zeit, bis das Ding rot wird und dann zerbricht es irgendwann und dann hat man ein Combo for free. Da kann man natürlich auch den Push benutzen, um den Gegner wegzukriegen. Man merkt, okay, jetzt wird's brenzlig und dann schnell nach hinten dashen, so dass er seine Combo nicht mehr fortführen kann. Man kann Assist um Hilfe bitten und sonst was. Ja, und es geht hauptsächlich darum, zu gucken, wie komme ich am besten an den Gegner ran. Und wie öffne ich ihn, beziehungsweise wo finde ich in seinen Strings eine Lücke, wo ich ausweichen kann und dann meinen Zug bekomme, weil wenn der Gegner angreift, das zeige ich euch nochmal. Ich müsste etwas seitlich sein, damit man das genauer sieht. Habt ihr das gesehen? Das ist im Prinzip, ist es fast schon egal, welchen Angriff er benutzt, aber sobald ihr einmal diesen Push da gemacht habt, habt ihr genug Platz geschaffen, dass der nächste Angriff vom Gegner daneben geht und ihr, sobald ihr reindrückt, sozusagen den Zug übernimmt. So, und das ist halt die Kunst hinter dem Ganzen, nicht irgendwie zu übertreiben, weil man verschiedene Ausweichmöglichkeiten hat und gleichzeitig zu gucken, okay, wie komme ich an den Gegner ran, hole ich einen Assist, dash ich rein, in der Luft kann man natürlich auch dashen, aber die Distanz ist halt dann nicht so krass und das ist eher für, wenn jetzt irgendwie eine Long-Range-Attacke, also für etwas weiter weg kommt, stellt euch vor, der haut jetzt irgendeinen Wasserfall hier raus, der bis zu mir rüber soll, dann bin ich halt so länger in der Luft und versuche hier so auszuweichen. Also ihr geht an ihn, versucht an ihn ranzukommen durch den Dash, den Assist und versucht so lange auf ihn einzuprügeln, bis die Defense bricht. So, und dann habt ihr ein Free Combo und könnt ihn weghauen. Da dürft ihr auch eure Meta-Anzeige nicht vergessen, die solltet ihr dabei nicht verschwenden. Aber das ist so das A und O von Demon Slayer. Das ist wirklich nicht viel, sehr trocken gehalten, ich weiß. Aber wenn man das dann competitive zockt, dann sieht man erst richtig, okay, wo es so richtig kniffig wird, wo es so richtig abgeht sozusagen. Und das Spiel gefällt mir sehr und ich muss aber erwähnen, was mir nicht so sehr an dem Spiel gefällt. Das waren drei Sachen, glaube ich. Und zwar erstens könnt ihr nicht einfach so belanglos jeden Charakter nehmen, weil es gibt sowas, das nennt sich Synergy, von wegen, wie gut passt mein ein Charakter mit meinem anderen Charakter zusammen. Und leider ist es in diesem Spiel so,
Dass es Assists gibt, die, wenn ihr sie nicht richtig einsetzt, und damit meine ich jetzt nicht einfach nur die ganze Zeit drücken, 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 sondern wenn ihr irgendwie in einem falschen Winkel seid oder vom Timing her das nicht gepasst habt, dann, dass sie euch sogar behindern könnten, weil ihr vertraut darauf, dass euer Assist trifft und dann geht ihr irgendwie daneben oder macht was ganz anderes und dann seid ihr schon offen und der Gegner kann seinen Angriff starten. Und das, meiner Meinung nach, liegt es hauptsächlich daran, dass der Assist so eine große Startup hat. Die müssten das verkürzen, dass wenn er reinkommt, ein bisschen schneller mit seinem Angriff startet, weil dann ist diese Lücke, in der was falsch laufen könnte, ist dann geringer. Das soll jetzt nicht komplett weggehen, weil man muss ja eigene Arbeit leisten, damit das alles passt, aber das, es wäre besser so. Es ist jetzt nicht so ein krasses Problem, weil man kann jetzt zum Beispiel auch direkt mitten in der String einen Assist holen und dann weitermachen, aber dann verschwendet man halt Damage bzw. Hits. Das ist halt dann nicht so gut. Das zweite Problem, das ich gesehen habe, das ist die Kamera bzw. die Effekte, weil wenn so viel auf einmal auf dem Screen los ist, dann verliert man schnell die Übersicht und das Ding ist, ich zeige euch mal, was da passieren kann. So, ich bin jetzt einfach hinter den Gegner gegangen, während mein Assist ihn im Blockstream gelassen hat. Und da hätte ich im Prinzip alles machen können, was mir das Spiel zur Verfügung stellt. Und der hätte das auch, weil es gibt auch flashigere Assists, es gibt dann Momente, da sieht man gar nicht, okay, was ist da hinten gerade los? Was macht mein Gegner gerade? So, da kann man nicht mal wirklich drauf reagieren, weil man es nicht sieht. Und es liegt halt an der Kamera von Arena-Fightern an sich, aber das könnte man eigentlich beheben. Die haben es halt so gemacht, dass die Kamera dann automatisch in 2D-Modus wechselt, was eigentlich gut ist, aber wenn wir das jetzt an der Wand machen. Ja, wenn er mich durchgelassen hätte, Dankeschön. So, jetzt warten wir ein bisschen. Hä? Ja, ich muss zuerst seine Defense brechen. So. So, jetzt sind wir an der Wand. So, an der Wand seht ihr, es gibt da Winkel, da kann sich die Kamera nicht wirklich drehen. Und da ist es halt schlimm, dass man kann das halt ausnutzen in dem Fall. Man könnte zwar jetzt sagen, ja, diesen Vorteil habe ich mir selbst erkämpft. Ich finde aber, das müssten die irgendwie fixen. Also erstmal schauen, dass das Ganze übersichtlicher bleibt, dass da nicht irgendwie zu viel auf dem Screen los ist, dass man wirklich erkennt, okay, was macht der Gegner, damit man auch die entsprechende Gegenmaßnahme einleiten kann. Und das ist eine Sache von Millisekunden. Und dann halt, ja, das könnte das fixen. Ich bin mir halt nicht sicher, aber ich weiß auch nicht, vielleicht übertreibe ich da ein bisschen, aber wenn man jetzt zum Beispiel wirklich in einem richtigen Kampf, sagen wir jetzt von mir aus Turnierkampf, in der letzten Runde ist oder so und dann hat man falsch gejudged, weil man einfach nicht gesehen hat, was da hinten los ist. Ich finde das ein bisschen kacke. Aber für mich das größte Problem bis jetzt ist, was man an sich vielleicht auch als kleines Problem sehen könnte, folgendes. Ja, da hat man es eigentlich schon gesehen. So. Wenn ich einen Blockstring anfange und getimed dann meinen Kumpel dahin lasse und nah genug bin, dann kriege ich jedes Mal. Es ist egal, ob der Gegner sich schützt oder getroffen wird, ich krieg jedes Mal ein Free Grab in dem Fall. Weil es keine
Wurfabwehr gibt, kein Wurfbrecher gibt's hier nicht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten auszuweichen, zum Beispiel hier die dritte Super. Ich habe schon so auf den Namen geändert. Die dritte Super hier. Ich glaube, das geht in dem Fall gar nicht, aber das müsste eigentlich auch funktionieren. Nein, gegen Grabs funktioniert es nicht. Und was man sonst halt machen kann, ist entweder sich retten lassen, wobei man dafür halt zwei Assist Bars gibt. Ein Awakening, was halt dann das Ding hier aktiviert, oder eine Ulti. Und das Problem ist, man verschwendet dann sozusagen entweder zwei Assist Bars oder eine Meter Bar. Und das ist für mich zu viel des Guten, nur um einen Throw zu entkommen. Oder halt hier da oben die blaue Anzeige. Also ich sag mal, das, was man dafür geben muss, um einem Throw zu entkommen, einem Wurf zu entkommen, ist für mich zu krass. Da würde ich mir lieber wünschen, dass man wie das da, diesen Just Frame Input auch so ein Throw Break hat. Weil, sagen wir jetzt mal ganz krass, ich habe gar nichts von den Ressourcen. Ich habe kein Assist, kein Meter und keine diese Chakra-Anzeige da oben. Wie soll ich dann Throws entkommen? So, und ja, das gefällt mir halt nicht. Das sind halt diese drei Sachen sind's halt. Ansonsten, um die Frage zu beantworten, sehe ich das Demon Slayer Game als Competitive Game, als turnierfähig auf jeden Fall. Es würde es besser machen, wenn diese drei Sachen gefixt, gepatcht werden, irgendwie abgeändert, dass es nicht so krass ist, dann wäre es auf jeden Fall ein noch besseres Turniergame. Vielleicht täuscht mich mein Gefühl und ich übertreibe da ein bisschen, aber es ist auf jeden Fall viel mehr turnierfähig als Naruto Ultimate Ninja Storm, weil Ninja Storm ist eigentlich nicht turnierfähig, es wird aber trotzdem auf Turnieren gespielt und das hier kann man als Einsteiger einfach nur just for fun oder wirklich competitive zocken, weil es hat diese Mechaniken, hat diesen großen Risk-Reward und dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip. Also, ja. Demon Slayer ist turnierfähig. Und das wär's eigentlich auch schon, so lange wollte ich das Video gar nicht machen. Ich wollte euch nur einen Eindruck geben von wegen, was dieses. Nicht was dieses Spiel, sondern was der Fighting-Modus sozusagen, der Versus-Modus, der Kampfmodus zu bieten hat, was man alles machen kann, alle Möglichkeiten. Kann sein, dass ich was übersehen habe und schreibe es dann in die Description oder Kommentare oder sonst was. Aber Leute, die aus der, ich sag mal, Turnierwelt kommen, ich glaube, die würden mir zustimmen. So, und das war's dann eigentlich auch schon. Also, thank you guys for watching. Hope you liked it. See you next time. The Blue Gangsta is out. Peace, YouTube. Word.